Achtung, da kommt was von oben. Vor der Utopia-Kuppel startet jetzt die Dunk Tank Challenge. Jetzt geht's los. Leute, willkommen zur großen Utopia Dunk Tank Show. Kommt rein ins Bild. Wir haben unsere wunderschönen Kandidaten hier. Einen Applaus. Hey. Macht für euch selber einen Applaus. Los. Ja, also, Johannes, einmal nach rechts bitte. Oh, ihr beide geht in die Mitte. Ja, ich muss es leider entscheiden. So, Johannes, geh jetzt einfach dahin. Nein. Geh jetzt einfach dahin. Das ist für dich festgelegt. Ihr beide in die Mitte und Jakob noch ganz links, bitte. Jakob, nicht in den Becher gucken, rein, da hinsetzen, Leute. Komm. Der kleine Tipp, wenn ihr Sachen habt, die euch wichtig sind. Ich habe schon viele kleine Tipps. Ach, das wird alles. Schaut einfach nicht nach oben, das wird schon. So, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr heute hier seid, weil normalerweise bin ich immer unter diesen Dunk-Tanks. Jakob, wieso machst du das jedes Mal? Du hast auch immer bei Obi mal keine Wechselsachen dabei. Immer um dich auszureden. Heute gibt es keine Ausreden, Jakob. Heute gibt es keine Ausreden. Heute wirst du darunter sitzen. Außer du wirst natürlich alles richtig beantworten, denn wir haben hier einige Fragen hier für euch, die euer Wissen auf die Probe stellen werden. Und wenn ihr es falsch beantwortet, ihr habt 15 Sekunden Zeit pro Frage. Und wer als erstes buzzert, der muss dann sozusagen die Frage beantworten. Aber wenn keiner buzzert die Runde, also keiner, die weiß, dann werdet ihr alle gedankt hängen. Da geht's aber für euch alle, ja. Also, ihr müsst auf jeden Fall also auch schon buzzern. Ne? Also, ihr könnt euch jetzt hier nicht zurückziehen und gar nichts machen. Genau. Ich als Quizmaster werfe sozusagen euch ab. Also, wenn ich euch nicht treffe, dann habt ihr auch gewonnen. Also, ja, genau. Genau, und wie gesagt, du wirst bei mir so zielen. Ich werde so zielen bei dir, Johannes. Und bei Jakob werde ich auch zielen. Deswegen, ihr müsst ja überlegen, was hab ich dir getan? Jakob und ich sind ja bei Obi die ganze Zeit am Start. Und ich muss eigentlich immer unter diesen Dunk-Tank-Dingern sitzen, die Jakob gebaut hat. Das ist eigentlich Jakobs Ding ist das hier eigentlich. Und jetzt seid ihr mal dran. Und ich würde sagen, ganz vorsichtig hinsetzen, weil die sind nicht so ganz, also die sind schon geil, aber die sind jetzt nicht so, was ist damit? Genau, das müsst ihr nachher, leg mal die Ohrenschützer, leg die mal zur Seite. Kann ich noch mal hören? Eine Frage ohne Antwortmöglichkeit. Also, genau, es gibt auch wahr und falsch. Es gibt auch einfach nur ja und nein. Oh, ganz vorsichtig, Leute, ganz vorsichtig. Und genau, und es gibt natürlich auch noch, wo man andere Antworten machen muss. Aber das werdet ihr gleich alles sehen. Hört ihr sie gut? Schreibt mal in den Chat, ob man sie gut hört. Hat jemand den Chat offen? Nein. Ja, die Regie weiß es. Regie, ich habe die Regie im Ohr. Hört man die? Redet mal, sag mal Test. Hallo, 1, 2, 3. Nice. Frage ist Pi. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich noch nicht gesagt habe. Ey, Mann. So dumm. Nee, ich glaube, ich habe wirklich alles gesagt. Ich will ganz kurz anmerken an dieser Stelle. Nee, du siehst absolut richtig schlau aus, Johannes, wie immer. Mega intelligent. Der muss ich die aufziehen? Ich habe was getan. Okay, nice, dann setzt mal eure. Achso, du kannst natürlich auch die weglassen, Jakob. Wenn ich nicht buzzer, werde ich dann auch abgeschossen. Was? Wenn ich nicht buzzer. Wenn du nicht buzzerst, genau, dann, wenn keiner buzzert, dann werden alle abgeschossen. Das heißt, einer von uns muss immer... Genau, ihr seid auch ein bisschen, es ist ein bisschen Teamwork. Es ist alle gegen alle und Team, so zusammen. Machst das. Ja, wenn Jakob immer für euch dann... Ach so. Wenn einer buzzert und es richtig ist... Nein. Ganz vorsichtig, Jakob. Das ist Schleim. Setz dich hin. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Ganz vorsichtig. So. Wenn einer Wasser, was ist richtig ist, werden dann alle anderen auch gewinnen. Dann ist niemand. Dann ist niemand. Okay. Ganz genau. Das heißt, fürs Team könnt ihr euch sozusagen ein bisschen opfern. So, ich bin sehr gespannt. Seid ihr bereit für die erste Frage? Wie gesagt, 15 Sekunden nur, ne? Ihr habt nur 15 Sekunden Zeit. Keine Frage gestellt worden. Ich finde das richtig toll, dass ich der Moderator gerade bin. Und nicht da bin. Du kannst du den Schreiben ab. Nee. Was? Ich werde mich irgendwann rächen. Ja, ich bin dann einfach froh, in dieser Position zu sein. Sonst bist du in der Position. Wieso? Ich bin aber voll nett. Eigentlich sehen wir sowieso gleich aus, also ändert ja eh nichts. Also, ich kann auch einfach die Plätze tauschen. Nee, also tatsächlich, da bin ich alles sehr gut gerade. Finde ich sehr toll. Okay, Leute, erste Frage. 15 Sekunden. Moore speichern mehr CO2 als Wälder. Ja. Das ist richtig. Und Jakob hat gerettet! Danke, Jakob! Ein Applaus für Jakob! Warte, wie lange hat man Zeit zu buzzern? 15 Sekunden. Johannes, das habe ich, glaube ich, 100 Mal jetzt schon gesagt. Das ist übrigens ein Riesenproblem, weil die Moore immer mehr ausgehen. Ja. Und dann speichern sie das nicht. Soll ich auch erklären? Also Moorböden sind weltweit sehr bedeutend, denn es geht um die Bindung von Kohlenstoff, 6,2 Quadratkilometer. Moorboden speichern insgesamt 657 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Sie sind also mega wichtig. Leider werden in Deutschland aber mehr Moorboden entwässert und zerstört und damit verschlechtert sich die Klimabilanz, Leute. Also, Moorböden retten. So. Okay, nächste Frage. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger vielleicht. Durch die höheren Temperaturen des Klimawandels verschiebt sich die
Obstsaison nach hinten. Was? Ja, 15 Sekunden, hallo. Die Obstsaison nach hinten. Genau. Was? Ich sag nein. Und das ist richtig. Oh Gott, das, ist nicht das stimmt nämlich nicht. Oh, okay. Die Obstsaison, nein, die Obstsaison. Ich musste ja. mich erstmal mal lustig machen und dann habe ich überlegt. Ja, komm, Johannes. Komm, du mal her. Ich schwer, die Frage zu verstehen. Ich mache das hier das erste Mal, okay? Bitte lass mich. Also, vierte Frage. Bitte noch mal an, wir können auch Achso, soll ich noch mal, genau, ich erkläre das auch noch mal. Obstbäume blühen in sommerlichen Temperaturen früher, als wenn es lange kalt ist. Langfristig wird das ein Problem. Zum Beispiel Schmetterlinge oft dann aus der Winterpause erwachen, wenn viele Bäume bereits abgeblüht sind. Das heißt, es wird früher. So. Hast du das selber geschrieben? Ja, das habe ich alles selber aufgeschrieben, Jakob. So. Das hat er selber erfordert. Also, Frage Nummer 3. Keine Kritik mehr. Jakob, keine Kritik mehr, sonst geht es dir früher. Ich habe gerade da einen Pitch mit dir gemacht. Und es war, ich habe mich gefühlt wie ein Lehrer. Jakob! Hey! Krass. Also, nächste Frage. Eine Getränkdose, die im Meer landet, braucht 65 Jahre, um sich zu zersetzen. 65 Jahre? 65 Jahre, eine Getränkdose. Was für eine Getränkdose? Irgendeine Getränkdose, die im Meer landet. Ich sage, es ist falsch. Und das ist wieder richtig, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte kurz davon sagen, ja. Das gibt's doch gar nicht. Hilfe. Das war das große Quiz. Hilfe. Nein. Wir haben noch einige Fragen. Ja, die Getränkdose braucht 200 Jahre, um sich im Meer zu setzen. Eine Plastikflasche braucht sogar noch viel länger. Und hier wird das auf 500 Jahre geschätzt. Also keine Plastik ins Meer werfen, Leute. Das ist ganz schlecht. So. Sogar fast Wasser und sagen ja. Das wäre so dumm gewesen. Warum hast du es nicht gemacht? Das wäre so dumm gewesen. Ich bin nicht getraut. Okay, Frage Nummer 4. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Afrikanische Waldelefanten spielen als Landschaftsjäger, Gärtner, eine Rolle im Klimaschutz. Also, spielen afrikanische Waldelefanten eine Rolle im Klimaschutz? Ja oder nein? Ja, weil die tatsächlich auch. Jakob! Ja, geht weiter, erläuter. Es ist doch so, dass die Elefanten so Schneisen schlagen in die Wälder und dadurch... Und das denkst du, spielt eine Rolle im Klimaschutz? Ja, weil dadurch können junge Pflanzen... Und das ist absolut richtig, Jakob! Der rettet uns gerade so den Hintern, Alter. Nächste Runde ist ein Jakob-Verbot. Jakob darf diesmal nicht buzzern. Jetzt müsst ihr buzzern. Nein. Jakob ist hier raus. Aber dann darf ich auch nicht abgeworfen werden. Doch. Was? Wer hat diesem Jungen so viel Macht gegeben? Das ist ein Fehler. Dann nehme ich diese Krawatte an. Okay. So, jetzt wird's wild. Frage Nummer 5. Jetzt kommt eine sehr lange Frage, also gut zuhören. Im Jahr 2019 fiel der sogenannte Earth Overshoot Day. Kennt ihr den? Ja. Nein. Nicht? Dann erkläre ich euch kurz, was er ist. Der Earth Overshoot Day fiel auf den 29. Juli und war damit so früh wie noch nie erreicht. Das ist also schlecht, dass es so früh erreicht wird, weil der Earth Overshoot Day bezeichnet den Tag des Jahres, ab dem die Menschen mehr natürliche Ressourcen verbrauchen, als die Erde produziert. Das heißt, das ist der Tag, wo wir sozusagen unsere Bilanz überschreiten. Genau. Der German Earth Overshoot Day, also rein auf die Ressourcenübersteigerung Deutschlands bezogen, fällt dieses Jahr allerdings auf ein anderes Datum. Und jetzt ist die Frage, welches Datum? Wow! Juhu! Was? Aber ich darf nicht buzzern, oder? Nee. Da stehen Sie. Ja, geil. Oh, ich hab gebuzzert. Aber was steht denn da? Ah, genau. Oh, sorry. Wir haben Antwortmöglichkeiten. Das wäre ein bisschen zu schwer. Ich kann halt nichts sehen. Warte, was? Ich glaube, es ist Juni. Wir machen es euch noch ein bisschen schwerer. Wir machen es ein bisschen einfacher. Wir geben euch Antwortmöglichkeiten. Ja. Und das sind diese folgenden. 12. August, 16. Juni oder 5. Mai. 15 Sekunden ab jetzt. Oh Gott. So, 12. August, 6. Juni oder 5. Das kann nicht sein, das ist richtig! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ja! Ja! Das kann nicht sein! Das war natürlich nicht geraten, das war Leute, gewusst. Das war total gewusst. Ich flipp aus. Ich hab meine Essay darüber geschrieben. Ich flipp aus. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht, ob das die Leute im Chat wissen, aber ich kack mich hier wirklich ein, wirklich. Das gibt's nicht! So, Frage Nummer 6, weiter jetzt hier. Wie viele Tier- und Pflanzenarten sterben täglich aus? A. Boah. Und wenn ich alle vorgelesen habe, dann gehen die 15 Sekunden los. A. Bis zu 90. B. Bis zu 150. Oder C. Bis zu 200. Kann dir jemand buzzern? Du runter dann? Ja! Ja! Okay, sag dir die Antwort. Das erste war bis zu 90, das zweite war bis zu 100. 150. Ja, okay, ich sag bis zu 200. Das ist falsch! Ja! Egal! Was? Ist denn
richtig gewesen. Welches wäre denn richtig? Kannst du das nochmal werfen? Bist du 150? Nein, 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 nein. Eigentlich darf er nur einmal werfen. Er dürfte nicht zweimal werfen. Ich würde sagen, jetzt. Ich würde sagen, wir entscheiden den Chat, ob ich doch einmal werfen darf. Nein, du hast uns einmal geworfen. Du das, okay, dann gut, dann nicht. Mann, das muss doch was passieren hier. Ich würde sagen, wir fragen den Chat, soll Moritz mal da drunter gehen? Ja, okay, Chat, weiter geht's. So, Frage Nummer 6. Okay, also, ja, Jakob, du bist wieder dabei, du kannst es wieder beantworten. Frage Nummer 6. Wie viel Prozent der wie viel Prozent der verfügbaren Trinkwasservorräte werden weltweit in der Landwirtschaft verbraucht? A. Trinkwasser? 60%. B. 80% oder C. 70%. Alles nur circa. 70 oder 70? 70. A, B oder C. 15 Sekunden laufen, ne? Ich sag A. Und das ist falsch! Ey, ich muss jetzt treffen. Ich muss jetzt treffen, sonst werde ich sauer. Nein, ich hab getroffen! Was? Es passierte nichts! Du hast jetzt am Rand getroffen. Oh. Kann jemand werfen? Komm, aber es hilft das nicht. Außer wenn ich bei mir. Nein, Nein, was? Du hast genau den Eimer. Bist du los? Janis! Mach es! Ich hab gar nichts gemacht! Mach es! Ich hab nicht mal gebossert! Mach es! Okay. Das ist wirklich so. Okay, Frage Nummer 8. Jakob, du willst dich einfach nur ausreden. Das ist so richtig Jakob wieder. Du musst jetzt mal auch dazu stehen, dass du da bist. Dass ich mal hier auf der Position bin. Dass ich einmal, ich will einmal einen Moment hier haben. Ich will einmal Moderator sein, Jakob. Einmal. Okay, Frage Nummer. Achso, das haben wir schon. Frage Nummer 8. So, Leute, jetzt, ich möchte das hier was sehen. Frage Nummer 8. Wie viele Planeten? Wie die Erde bräuchten wir für ein nachhaltiges Leben, wenn die ganze Welt den deutschen Lebensstil hätte? Die komplette Welt. Wie viele Planeten? Wie so groß sind die Erde? Genau, wie viele Planeten bräuchten wir, wenn wir so machen würden, wie wir es gerade sind? Immer so nah hin. Ja, okay, wir haben Nummer A. 3, B, 4 oder C5? Wow. C, sagst du. A, 3, B, 4 oder C5? Ich weiß nicht. 15 Sekunden laufen. I don't know. Lost. Bitte kann nicht alle. Nein! Das ist wieder falsch. Ey, ich muss jetzt treffen. Ich werde sonst echt sauer. Du wirfst die ganze Zeit auf die Kuppel. Es ist wirklich schwer zu treffen. Ich weiß nochmal. Mach nochmal. Let's go mit Schmackes. Es ist wirklich schwer zu treffen. Ich liebe es. Wer war denn die richtige Antwort gewesen? Ich will einen. Komm, du schaffst das. Warum? Ich bin Moderator. Ich hab das noch nie gemacht. Du zwar der. Mich, das bin ich. Wir können schon rausgehen alle. Ich weiß, aber der Chat will auch was sehen. Ja, schon. Wir wollen doch fair sein. Nein! Ich treffe dich. Ich bin gerade Rick und Morty. Also, wir bräuchten 3 Erden, nicht 5. Genau, nur 3? Nur 3. Ich hätte mehr gelernt. Interessant wäre, wie das bei den USA aussieht. Ja, das wäre echt interessant, ja. Das können wir dann nochmal irgendwie als Information dazu schreiben. Boah, ich schwitze ja auch wirklich sehr doll gerade. Genau, in der Sonne. Wir sind mittlerweile im Schatten. Achso, warte mal. Oh, in der USA? Oh, es steht sogar hier. In der USA bräuchte man 5 Planeten. Oh, scheiße, ich war gerade falsch. Ich war auf falscher Planet. Kontinent. So, Leute. Es ist wirklich schwer zu treffen, okay? Bitte. Ja, aber dann darf ich jemand von der Crew. Durch hast, oder was? Will ich Carsten? Was denn mit Carsten? Ja, doch Carsten. Ist doch Carsten. Ja. Du willst du nicht auch mal werfen? Wir machen erstmal die nächste Frage. Vielleicht schafft es ja auch richtig. Also, Frage Nummer 9. Wie viel der weltweit produzierten Lebensmittel werden durchschnittlich weggeworfen? Ist es entweder A, ein Drittel der Lebensmittel? Ist es B, die Hälfte der Lebensmittel? Oder ist es C, ein Viertel der Lebensmittel? Die Hälfte. Es ist falsch. Ich muss... Was? Ja, komm. Ja, ich will gar nicht werfen. Ihr werft jetzt immer. Ihr müsst werfen, nicht ich. Genau, ihr werft einfach was. Das ist cool. Einen nur, das ist voll doof. Ups! Oh, nein, mal 2 Würfe ab jetzt. Mal 2 Würfe. Oh mein Gott, die trifft wirklich. Man hat 3 Würfe, hab ich gehört. Man hat 3 Würfe ab. Was? Nee, 4 Würfe hab ich gerade aufs Ohr bekommen. Das kann man gar nicht treffen. Wir haben 4 Würfe jetzt. Simon, komm, Simon. Ja, ich hab's gerade aufs Ohr bekommen. 4 Würfe. Simon, let's go. Mega. Marina. Ich muss Marina. Ja, genau. Bei mir. Weil ich würde voll ungern. Aber was macht schon? Aus Rache, weil wir uns abgekapselt haben, Eva. Ach so, genau. Aber du warst so lieb von mir. Das hab ich voll gefeiert. Nein. Nee, also wenn dann schon. So ehrenlos fand ich mich. Nee, schon dann. Wenn dann von mir. Ah, 5 Würfe habe ich gerade aufs Ohr bekommen, tatsächlich. Ah, 6 Würfe habe ich gerade aufs Ohr bekommen. Lieb. Ah, 7 Würfe habe ich gerade aufs Ohr bekommen. 7 Würfe habe ich gerade aufs Ohr. Wie stark muss es denn sein, ey? Ah, perfekt. 8, ja, 8, okay. Nee, tatsächlich sind es sogar 9 Würfe jetzt. Perfekt. Scheiße, sorry. Okay, noch ein? Hilfe. Aber mehr als 10 mache ich nicht, das ist ja komisch. Aber ich habe ja die ganze Zeit getroffen, das ist voll komisch. Ah, nee, tatsächlich jetzt 10, ja.
Hey, warte. Dieses Spiel macht keinen Sinn mehr. Die Kuppel. Mehr als Sinn mache ich nicht. Die Kuppel kaputt. Ah! Scheiße, was? Regina, es tut mir so leid. Alter, du Arsch, du hast gesagt, du brauchst nicht mehr erzählen. Regina, sorry, WTF, was ist doch ein ekelhafter Schnitt. Ich dachte, da kommt ein bisschen raus, Digga. Ich dachte, da kommt ein bisschen raus. Scheiße, ich bin so schlecht. Okay, Regina, Alter, ich glaube, du kannst. Regina, du musst noch da bleiben, oder? Ich will das nicht wissen. Okay, Hilfe. Okay, Simon, du musst eine Masse da auch raus, kann gerade. Lass die Slow-Mo. Es gibt eine Slow-Mo. Verstehen wir uns noch? Nein, doch nicht. Ja. Ja. Also, die Antwort wäre. Guck mal, wie das da so die ganze Zeit noch so eklig rauslümmelt. Was ist das, ey? Die Antwort wäre A, ein Drittel der Lebensmittel. Ich will gar nicht wissen, was Bier drin ist. So, okay, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Das ist so absurd. Oh, ich will aber, dass Jakob es trifft. Warum das ist das richtige Entscheidung? Frage Nummer 10. Leute, bitte, bitte drückt einfach nicht, okay? Also, Frage Nummer 10. Wie viel Regenwald wurde im Amazonasgebiet zwischen August 2019 und Juli 2020 abgeholzt? Ist es A, 3 Fußballfelder pro Tag? Ist es B, 3 Fußballfelder pro Stunde? Oder sind es C, 3 Fußballfelder pro Minute? Minute wäre natürlich schon sehr krass. Mann, 3 pro Stunde. Glaub, leider die 3 pro Minute. Damit brauchen wir einfach Simon ins Bild. Das ist jetzt quasi so eine Festanstellung. Ja, fest ich war mir so sicher. Ich war mir auch sicher. Ich würde auch passen. Aber und? Ah. Ja. Es ist so! Oh Gott, Regina, du hast jetzt kurz einmal, du hast kurz einmal Buzzersperre jetzt. Ich fühle mich so wir schlecht. Müssen auch mal die anderen. Die anderen müssen ich auch. Die sind alle feige. Ja, ich hab kurz gedacht, das ist egal. Regina, opfer sich hier fürs Team, wirklich. Regina, opfer sich hier fürs Team. Jetzt müssen wir auch mal was machen. Okay, okay, ja. So. Also, pass auf. Nummer 12. Okay. Ah genau, sorry, die Antworten erstmal, es wären aus dem 3 pro Minute gewesen. Das ist natürlich sehr schlimm. Und das ist leider wahr. Ja, pro Minute 3 Fußballfelder. Und das ist ja, sind 11.000 Quadratkilometer Wald und 600 Millionen Bäume. Das ist sehr. Ja, 3 Fußballfelder pro Minute, genau. So, 11. Frage. Um wie viel Zentimeter hat es sich um das Höhenniveau des. Ah, sorry, wir müssen den Eimer darauf füllen, habe ich gerade aus Dings bekommen. Ich stehe. Nein. Ich zieh an. Aber egal, ihr habt schon mal den Anfang der Frage gehört, ihr könnt jetzt schon überlegen. Ja, Regina will ja nicht buzzern. Wer hat die Frage? Ich hab nicht buzzern, das entscheidet immer noch ich! Hilfe. Okay, Frage Nummer 11. Wie viel Zentimeter hat sich das Höhenniveau des Meeresspiegels im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 1993 erhöht? 22 bis what? 20 bis 1993. Okay, im Vergleich. Oh, wow. Genau. Okay. Sind es A, 31 Zentimeter. 39. Sind es A, 39 Zentimeter. Sind es B, 9 Zentimeter oder sind es C, 19 Zentimeter? Ich lasse jetzt mal Regina und sage 39 A. Und das ist leider falsch. Das ist natürlich doof. Simon, komm rein ins Bild. Oh, damn. Let's go. Ah, da ist es mach den Mund zu. Bitte, das ist was ganz anderes. Einmal, ja, einmal werfen. Ach, was anderes drin. Ja, das war's. Es wären, by the way, B gewesen. Oh, wow. Alter! Das sah echt cool aus. Das sah heftig aus. Oh, du hast ja richtig Glück gehabt. Chillig. Das ist ja voll chillig. Ja, hab ich auch. Das ist Holypulver. Es wären, by the way, B gewesen. 9 cm. Also im Jahr 2020 ist es 9 cm. 9 cm. Ja, danke. Okay, das wäre jetzt eigentlich die letzte Frage gewesen. Aber wir haben vorhin gesehen im Chat. Genau, der Chat hat gesagt, Jakob soll unbedingt noch einmal abgeworfen werden. Was? Und deswegen darf jetzt jeder, der hier ist, einmal werfen. Ja! Jakob, und wenn das getroffen ist, dann muss er es hat der Chat entschieden, ich kann nichts dagegen machen. Warte, ganz kurz. Also okay, ihr dürft mich einmal abwerfen, aber ich möchte dann zumindest, dass wir das Spendenziel weiter voranbringen. Das heißt, okay. Die 10 Euro für jeden, der einmal wirft. Gut, machen wir. Achso, genau, nur die Teilnehmer dürfen werden. Also du und du. Ah, okay. Johannes, ja, ich bin so froh, dass er. Warte, hab ich's geschafft? Du hast es geschafft, tatsächlich. Ja! Was war da drin? Jakob, ich weiß nicht, was er chatten will. Er möchte das. Man muss ja nicht alles machen, was die Leute schreiben. Doch, das müssen wir. Wenn es im Bereich des Möglichen ist, dann kommen wir dann. Und ganz viel Spaß bei ihr halt. Jakob, vielleicht schaffen wir es ja auch gar nicht zu treffen. Okay, ja, Johannes hat schon 3 Bälle da. Nee, es wird nicht viel gespendet. Obi spendet. Okay, erster Mann ist weg. Obi soll spenden. Nein! Ja. Alle drei genau gleich. Johannes! Kannst du anmerken, da drüben steht die Kamera. Ja, ich weiß. Johannes, warum? Los, Regina. Regina, du schaffst es. Komm.
Regina! Oh, das kann man gar nicht einstellen. Weiter runter, weiter runter. Wie kann man? Das ist ja alle los. Jetzt würde ich irgendwie noch mal warten. Nein! Du musst doch richtig. Jakob wollte nicht quälen. Du musst auf Fenster werfen. Das wäre auch gar nicht fest genug gewesen. Oh nein! Nein. Jakob überlebt. Simon, wir brauchen dich. Ja, komm, ich Simon, let's go. Hey, ich geb ab. Ich geb ab. Hey, mach mich an. Ja! Ja, komm, kannst du nicht sehr. Das war das absurdeste Quizspiel meines Lebens. Aber Jakob war ein Hilfe, Alter. Ich wusste das selber nicht. Mir geht's super. Euch geht's blenden? Alter. Gut. Ja, aber ich will, also ganz ehrlich, dafür, dass wir jetzt so hier... Liebe Zuschauer, das war das Dunk Tank Game unter der Kuppel, beziehungsweise außerhalb der Kuppel. Aber es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Die Kandidaten gehen sich jetzt kurz umziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei der tollsten Quizshow der Welt. Ja, ich weiß. Tschüss.